Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und heute ist mal wieder AT-Tag. Und zwar die Tier 4 AT2 S1 Quastika wird gespielt. Mit diesem unglaublich langen Vorbau. Ach ja, als Autoverkäufer finde ich sowas natürlich sexy, so eine lange Motorhaube. Auch wenn ich weiß, ja, aber es schaut doch gut aus. So, was sagen die Details denn dazu? Diese selbstfahrende Haubitze aus der Sowjet-Ära ist berühmt für ihre Fähigkeit, auch in schwierigem Terrain operativ zu bleiben und ist mit einer 122mm 2A18-Kanone ausgerüstet. Das Modell 2S1 wurde zwischen 1971 und 1991 produziert und ist bis heute im Einsatz. Dieses Fahrzeug hat Kampfoperationen in Osteuropa, Nordafrika, Westasien und Zentralasien erlebt. Der Schaden für eine AT mit 207 absolut okay. Natürlich der anhaltende Schaden, wie immer bekannt, jetzt natürlich nicht der höchste. Der Schutz, auch der ist klar. Die Mobilität geht in Ordnung. Alles in allem bestimmt eine AT, mit der man viel Spaß haben kann. Und ob man das haben kann, sehen wir uns jetzt an. Also, lasst uns reinspringen ins Gefecht und los geht's. Ja, die Karte Hafensturm hat uns ereilt. Und ich kann mit der und einer AT ganz gut leben, weil hier gerade hier oben, da dieses Ding hier und dieses Ding, da kann man sich mit der AT mal zwischen den Schüssen gut verstecken. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich das ebenfalls kann. Aber ja, ich sag mal, bis jetzt kann ich damit zufrieden leben. Zwei Artis auf unserer Seite, zweimal Quastika und auf der Gegenseite zweimal die M109. Also sozusagen die Nationen gegeneinander spielend. Wo ist denn die andere Star? Also wenn, je nachdem, mal gucken, wo die Arti hinfährt. Ich würde gern hinter diese da fahren. Bitte. Oh, oh, dreht. Oh Gott, 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 Gott. Oh. Jetzt. Aber ein Wendekreis, der ist noch optimierbar. So. Und dann werde ich mich jetzt hier so dahinter stellen. Und dann geht's ab. Ich drehe jetzt auch so rum, dass ich dementsprechend gut wirken kann und dann auch nach vorne wegfahren kann. Also die Drehgeschwindigkeit, die ist ja wirklich phänomenal schlecht. Aber das ist ja nicht das Wichtigste. Sondern feindlicher LKW markiert. Einen guten Schaden, das ist das Wichtigste. Ah, nicht so. Ja, der dürft kommen. Ja, das habe ich mir gedacht, dass die andere Arti hier gleich uns ausguckt. Aber ich werde mich dementsprechend gleich revanchieren. Ich hoffe, dass die gleich nochmal schießt. Zu lange will ich jetzt eigentlich auch nicht schießen. Na, ja, kein Treffer leider. Aber ist mir jetzt auch egal. Kommt sie auf uns? Nee. Ich kann mich jetzt, glaube ich, hier schon austoben. Ja, leichter Treffer. Ich muss mal auch auf die so ein bisschen gehen, die so am nächsten sind. Aber auf den komme ich nicht gut drauf. Also bleibe ich doch hier auf dem. Der sich hier so schamlos versteckt. Die andere Arti fährt jetzt zu mir. Das ist doof, dass die meine eigene Arti jetzt da in meine Richtung kommt. Feindlicher Panzer markiert.
Komm schon. Ah. Ist alles nicht so leicht gerade. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, jetzt sehe ich nicht mehr. Alles von dem her, ich kann hier super wirken gerade. Also von der Möglichkeit. Feindlicher LKW markiert. Aber alles irgendwie doch ganz gut versteckt, was die Gegner da so machen. Aber der könnte gut gehen. Komm schon, lade, lade. Gibt's alles nicht? Komm schon, jetzt ein schöner Treffer mal. Ja, sowas in etwa. Vielleicht bleibt er hier drin stehen. Und dadurch, dass es ja keine guten Ziele gerade gibt. Ne, schade, der ist weg. Die stehen da hinter dem Haus. 31 Schuss habe ich noch. Feindlicher Transporter markiert. Wahnsinn, wie lange die Schussdauer ist. Aha. Acht zu elf, was es gerade steht, also alles noch knapp. Ja, also die Fluggeschwindigkeit, an die muss man sich wirklich gewöhnen. Sie haben uns erwischt. Oh. Optik zerstört. Jetzt hat natürlich die Arti da mal das ausgenutzt, dass ich da so fahrlässig werde. Zum Mäusemelken. Komm, jetzt ein schöner Hit, ein schöner Hit. Ja, der war ein schöner Hit. So, aber 3 zu 9, also jetzt wird es langsam und leider Geschichte gleich für uns sein. Der fährt jetzt auch hier hinterhalb. Es ist nur die Frage, wann kommt der Zahl OS? Ziel identifiziert. Nein! Ah, drüber gesemmelt. Schade, schade. Aber auf jeden Fall
konnte ich gut schießen, konnte gut wirken. Man hat gesehen, auf was man achten muss, was passiert, was wie, wo ist. Also ein bisschen was war für jeden dabei. Und hier der Swingfire, der steht sich hier den Arsch in den Bauch. Ist der AFK oder was? Ach nee. Oh. Naja, nicht schlecht. Aber jetzt dürft er gleich... Ja, jetzt kriegt er schon die ersten Hits. Nochmal einen von der M109. Und nochmal eine Rakete geschossen. Aber da war es leider rum. So, und nun gucken wir mal, wie wir uns so im Vergleich zum Team geschlagen haben. Ladezeit dank SSD ist überschaubar lang. 1320 Schaden. 3 Assists, 1 erspäht. Das ist ja das Lustigste. Bin von den XP auf Platz 4, vom Schaden auf Platz 5. Und hier sieht man nochmal das Ganze. 25 Schüsse abgefeuert, 13 Treffer gelandet und 7 beschädigt. 7 Feinde in Summe. 41.000 gab es raus. Ja, und auch wenn es jetzt vielleicht nicht die schadensexklusivste Runde war, aber trotzdem hat man mal wieder ein Arty-Gameplay gesehen. Und das finde ich ja ganz schön und zeig's gern. Deswegen hoffe ich, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.